Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Herzlich willkommen zum vorletzten Spiel von der Premier League, Weekend League. Und ich hoffe echt, dass wir einfach mal ein etwas ruhigeres Spiel haben, wo, okay, im letzten Spiel, im vorletzten Spiel war der Gegner halt eigentlich deutlich schlechter, aber es lief halt trotzdem nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir ein ruhiges Spiel haben, wo nicht so gelackt wird, wo vor allem der Gegner nicht so lackt oder das zumindest nicht zu Toren führt. Vielleicht auch einfach mal wieder ein Spiel, wo ich 2, 3, 4-0 gewinne. Das wäre auch geil. Warum der jetzt wieder nicht spielen will, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube fast, es hängt mit den Trikots zusammen. Ich muss echt mal, ich sag's ständig, aber ich muss echt mal andere Trikots mir suchen. So, gefällt mir das schon besser. Der hat ein krasses Team, passt auf. Naja, ist schon auf einigen, auf mindestens zwei Positionen besser besetzt als ich. Auch wieder Martial als Stürmer drin, also bekommt auch wieder, glaube ich, maximal 7 Chemie. Das machen ja viele. Weil er angeblich so extrem abgeht. Krass, wie er den Lauf schickt, total sinnlos. Verschwendet er bloß die Ausdauer von ihm. Geil gemacht von Matic. Schöner Ball auf Sterling. Oh, schade. Das war auch schnell, wie es aussieht. Das war so nicht geplant. Schön gemacht von Bailly. Aber angenehm, wie weit er mich erstmal rennen lässt, bevor er dann irgendwie merkt, nur nach hinten laufen bringt vielleicht nicht so viel. Das scheint er gerne zu machen. Einfach erstmal dafür sorgen, dass ich nicht ihn überlaufen kann. Hier, er rennt immer erstmal nach hinten. Das ist sehr geil. Dann hat es doch irgendwie geklappt. Oh, bitte Ecke. Oh. Wieder mal einen Lauf, obwohl er nicht in den Lauf gehen sollte, aber passt, passt, passt. So, konzentrieren. Ich muss, glaube ich, ein bisschen ruhiger aufbauen. Ein bisschen mehr den Ball laufen lassen, ein bisschen mehr spielen. Ich glaube, dann wird er unruhig und schlecht. Ja, es hat wieder mal zu lange gedauert. Elfmeter, oh, er fällt nicht hin. Wenn er hinfällt, ist es vielleicht Elfmeter. Aber eigentlich gut durchgespielt auf Kane. Er zieht dann auf jeden Fall gerne in die Mitte mit Berberspin etc. Das muss ich ein bisschen antizipieren. Machen wir mal ein paar Meter. Oh! So und so durchrelativ hätte ich nicht gedacht. Schöner Schuss von Cazorla. Hat echt einen guten Schuss. Der gefällt mir als ZOM, auch wenn er bisher leider noch nicht so viele Scorerpunkte gemacht hat.
Abseits, oder? Oder? Das ist bitte Abseits! Alter, das war kein Abseits! Was hat denn meine Abwehr da gemacht? Zum Glück spielt das so schlecht aus, ey. Oben war nämlich noch einer frei, aber wie geht das denn, dass das kein Abseits war? Oh. Genau, wer das bin, der eigentlich. Egal. Wurde eigentlich von mir verteidigt, aber hat natürlich nicht geholfen. Und das habe ich halt gemeint. Diese Tricks, ich habe das Gefühl, wenn man die anwendet, das passiert so häufig, dass sie halt eigentlich nicht klappen. Oder das heißt nicht klappen, dass sie zwar klappen, aber in den Gegner halt rein, aber es bringt halt nichts. Also, obwohl man in den Gegner rein spielt, bleibt der Ball halt einfach bei einem. Und man kann halt weiterspielen, also. Keine Ahnung. Wenn ich meine Schusstäuschung mache und die nicht funktioniert, dann ist es meistens leider nicht so. Eigentlich wollte ich mich so ausrichten, dass er mit rechts schießt und nicht mit links. Logischerweise. Aber irgendwie hat er es dann doch mit links gemacht. Ganz komisch. Also er war noch nicht gut ausgerichtet, glaube ich. Ich glaube, das war das Problem. Ich wollte gerade sagen, es ist doch faul. Nee, hier geht leider nicht schnell. Ich glaube, das ist immer ein guter Winkel für eine Flanke. Ich meine, man macht trotzdem nicht oft Kopfballtore, aber es ist zumindest eine gute Position dafür. Sag ich doch! Schade, aber sag ich doch. Okay, Courtois, halt ihn halt einfach fest. Fisch ihn einfach runter, wenn er so schlecht geschossen war. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich bin, denke ich, gut im Spiel drin. Formation funktioniert, Gegner noch kein einziges Mal geschossen. Wir nehmen jetzt Reus und Dembele rein und dann läuft das hier. Wir hatten bisher Halbchancen, die hundertprozentigen, da sind wir nicht zum Abschluss gekommen. Dembele braucht leider zu lang zur Ballannahme. Schießen denn die so schwach oder hat er einfach. Hat er einfach Ballsicherheit für 99 oder sowas? Das gibt's ja gar nicht. Er macht schon wieder. Ich finde das so lustig. Und das Geile ist ja, obwohl er es macht, also obwohl er ständig dann so nach hinten rennt, schaffe ich es trotzdem immer wieder, da durchzukommen. Oh, Tschech, den kannst du auch mal halten. Du hast doch auch Ballsicherheit 90. Aber so krass wie kurz war die Dinger hier runterfischt, habe ich nicht das Gefühl, dass das. Tschech auch macht. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Courtois. Ich habe mir seine Werte noch nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Er ist ein 89er. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Courtois noch bessere Ballsicherheitswerte hat. Also. Hat er mit Sicherheit auch maximal 90.
Nein, 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 so war es nicht geplant. Gut durchgespielt, zum Glück kommt er nicht zum Abschluss, aber das Problem kenne ich. Das hatte, war eine ähnliche Situation wie ich vorhin mit Kane. Ich glaube, Distanzschüsse sind nicht so die allerschlauste Idee gegen Courtois, haben wir ja gemerkt, aber. Man kann es ja mal probieren. Kurz angetippt der Laufpass, er schmeißt ihn komplett bescheuert nach vorne. So richtig ultra dumm. Wehe, ich fresse jetzt ein Tor, ey. Komm ich zu einem Spieler? Ach, oh, damit Tschech. Hätte mich auch so angekotzt, weil der Laufpass. Er hat alle Zeit der Welt, Matic. Er hat alle Zeit. Er hat alle Zeit der Welt. Ich tippe ganz, ganz kurz an, dass er den so ein Stück in den Lauf, wie wir es normalerweise auch machen. Und er haut ein Ding raus, als wenn es keinen Morgen geben würde. Oder als wenn halt alles frei wäre. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich auf Klären drücken muss. Ich kann es halt nicht erklären, also. Man kann halt immer so sagen, ja, du hast halt zu weit aufgezogen. Nee, habe ich nicht. Ich habe mal angetippt. Und Laufpass ist da halt das Beste, was man machen kann, damit er Tempo bekommt und nicht so das Tempo verliert, mein Spieler. Das ist halt einfach taktisch das Schlauste. Boah, was rennt denn der an den Lauf? Ich habe ihn überhaupt nicht geschickt. Toller Pass von Dembele, verstehe ich nicht. Gerade bei Spielern, die halt noch so viel Power haben. Kane, anscheinend will Kane wieder ausgewechselt werden, wie es aussieht, weil die muss er natürlich machen. Das war eigentlich gerade so das Zeichen so von wegen, na, nehmen wir doch lieber TV wieder rein im letzten Spiel. Langsam ist es aber hier schon an der Zeit, dass wir mal. Das 1-0 machen, oder? Sind so drückend zur Zeit. Hoffentlich noch eine Ecke. Oh. Ja, Kane, toll gemacht. Also ganz klasse. Tor auf dem Fuß gehabt. In dem letzten Spiel macht er die schwierigen hier. Das meiner Meinung nach einfacher macht er dann nicht. So, was wechseln wir dann jetzt? Cazorla. Wir brauchen halt ein Tor, ne? Probieren wir es mal, was soll's. Oh, jetzt spielt er den an. Oh, Matic wäre echt so ein Spieler, den hätte ich schon lange ausgetauscht, wenn es hier mein Hauptteam wäre. Weil er echt nur defensiv gut ist, aber offensiv Pässe ist das so eine Graupe. Und aufgrund seiner Pace kann man ihm keinen Chemistry-Style mit Passen geben.
Tja, gehen wir in die Verlängerung. Es gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr gegen den Gegner, weil wir eigentlich schon führen müssen. Aber ich hoffe mal, dass wir das jetzt schaffen in der Verlängerung. Aber das Blöde ist bei diesen Verlängerungen, dass häufiger mal, nicht immer, aber es kommt auf jeden Fall vor, dass die Verlängerung sich ganz anders spielt als die normale Zeit und dann plötzlich der Gegner das Heft in der Hand nimmt. Das ist immer ganz komisch. Krass, dass der reingegangen wäre, ey. Boah, Tschech, ich verstehe nicht, warum man die Bälle nicht fällt. Der ist 1,96. Ich müsste dann die eigentlich so gut wie jeden Ball da einfach runterfischen. Also kann ich mal aufhören, so scheiße die Bälle vorzulegen. Verstehe nicht, warum Firmino in den Lauf geht. Ich habe ihn nicht geschickt. Ich weiß, dass ich es manchmal selber mache, aber er geht halt genau in den Moment, wo ich ihn kurz anspielen will. Ich wollte zweimal auf Schießen drücken und habe aber bei dem zweiten Mal anscheinend die Taste, also beim ersten Mal Schießen, die Taste nicht genügend losgelassen, sodass er nicht gerafft hat, dass ich ein zweites Mal drauf gedrückt habe. Und hat den Ball einfach nur komplett aufgezogen. Richtig dumm. Geil. Ja, komm, wir spielen mal inne durch, wieso auch nicht? Schöner Schuss. Aber dann ein bisschen Tick zu straff war. Ja, die Chance mit Firmino, da kann ich halt leider niemandem den Vorwurf machen. Das ist halt einfach dann mein spastischer Finger, dass er nicht schafft, irgendwie den Daumen genug loszulassen. Ich habe halt gemerkt, genau in dem Moment, als ich doppelt schießen will, als ich das erste Mal loslasse und dann nochmal reindrücken will, merke ich, oh fuck, du hast den nicht tief genug, du hast den nicht weit genug losgelassen. Dann habe ich so eine ganz leichte Millisekunde, wo mein Daumen einfach verkrampft ist und ich ihn dann quasi nicht locker genug bekommen habe. Das ist halt, na, schlecht einfach, das darf nicht passieren. Oh, Mäusel! Warum denn nicht? War echt nicht schlecht, der Schuss, aber ein Tick zu weit off. Scheiße, das macht er leider gut, falls es geplant war. Natürlich geblockt der Schuss. Zweite Ball beim Gegner. Fuck you, Mann! Mach das Ding doch mal rein! Oh, Matic, du Idiot! Oh, dieser Zer da geht mir echt auf den Sack, ey. Echt auf den Sack, was der uns schon gekostet hat offensiv, das gibt's gar nicht. Was soll ich denn noch machen? Ich hätte vielleicht kurz überlegen können, oh, du hast Matic, krass, du musst mit links abschließen, schnell, schieß ins lange Eck, flach am besten. Dann habe ich in dem Moment nicht gedacht, verdammt nochmal. Das ist halt, ich habe halt, wie gesagt, zu 100% habe ich die Spieler auch nicht drin oder auf dem Schirm. Oh Gott, ich sehe uns schon im Elfmeterschießen verlieren.
Oder halt direkt hier nochmal. So, komm, ein Angriff noch. Ich hab's probiert, das war's. Maximal bekommt er jetzt noch einen Angriff. Scheiße. Konzentrier dich. Ich geht hier um alles, um die Ehre. Mach dir keinen Druck, versuch gut zu schießen. Ahne, wo der Gegner hinschießt. Wenn der Gegner genauso Elfmeter schießt, wie er das restliche Spiel gespielt hat, gewinnst du hier verdient. Mach dir keine Sorgen, komm. Positiv denken. War doch fast mit der. Ja! Schön, dass es dann auch am Ende noch so ein Elfmeter war, ey. Love it! Das heißt, wir haben Gold 2 geschafft, Freunde. Wir haben es. Oh mein Gott, wir haben echt mit diesem restlichen Premier League. Ah, und Kane hat auch noch den entscheidenden Elfmeter gemacht. Wir haben echt mit diesem nervigen Premier League Team es geschafft, nicht schlechter zu sein als mit unseren Top Teams. Sollte ich jetzt das letzte Spiel auch noch gewinnen und dann dementsprechend 14 Siege schaffen, dann sind wir sogar einen Sieg besser als bei den schlechtesten Ergebnissen, was echt krank wäre. Aber ohne Scheiß, ich habe lange nicht mehr mit 13 Siegen gerechnet. Lange nicht mehr. Also für mich war eigentlich klar, dass ich das definitiv nicht schaffen werde, Gold 2 zu erreichen. So krass. Das zeigt aber halt auch einfach mal, dass die eigene subjektive Wahrnehmung, dass die halt beschissen ist. Also die Weekend League fühlt sich definitiv als schlechtestes an. Also es gibt keine Weekend League, die sich jetzt im Nachhinein betrachtet, für mich persönlich jetzt, woran ich mich erinnern kann, die sich schlechter angefühlt hat. Ich meine, ich erinnere mich an die letzte Weekend League, wo ich auch nur 13 Siege gehabt habe, die war auch richtig, richtig scheiße. Und die kommt vielleicht so ein bisschen ran. Aber Gefühl, aber jetzt so aktuell habe ich das Gefühl, es gibt keine, die sich schlechter anfühlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, ich habe, also meiner Meinung nach, es kommen wirklich deutlich weniger Pässe geil ein. Es gibt mehr Fehler im Spiel aufgrund der schlechteren Spieler und so. Also, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich da 13 Siege geschafft habe. Aber ich muss auch sagen, gerade am Anfang, die ganzen ersten Spiele, also ich weiß nicht, vielleicht so die ersten 15, oh, ich bekomme Schluck auf, Moment. So. Ich glaube, die ersten 15 Spiele oder so war ich halt emotional halt echt gut dabei, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es einfach scheiße lief. Ich weiß auch nicht, also vielleicht bin ich auch einfach zu negativ gegenüber der Weekend League eingestellt und das ist der Grund, warum ich einfach die ganzen negativen Sachen mir noch mehr auffallen oder so. Ich kann es nicht so richtig beschreiben, es ist sehr merkwürdig auf jeden Fall. Weil wenn ich jetzt, selbst wenn ich das Spiel jetzt nicht gewinne, ist ja scheißegal, dann habe ich mit 13 Siegen halt Gold 2. Ich war noch nie schlechter als 13 Siege. Das ist mehr als jedes zweite Spiel gewonnen. Also was will man mehr? Und wenn ich jetzt sogar 14 Siege schaffe, Halleluja, Endsieg unter Gold 1. Wie gesagt, leider ist die Chance auf Elite im Monat sehr, sehr gering dadurch. Also kann ich eigentlich vergessen. Ich glaube, da müsste ich jetzt Elite 3 werden nächste Woche, in der letzten Woche. Müsste ich, glaube ich, Elite 3 werden. Und das habe ich bisher noch nie geschafft. Deswegen, ja, die Chancen sind sehr gering. Meine Spieler nur Bundesliga. Meine Hoffnung ist so ein Tick eigentlich, dass ich häufig mit meinem Bundesliga-Team einfach
einfach das bessere Team habe und vielleicht durch individuelle Klasse mehr Spiele gewinne, sodass dann die knappen Spiele halt häufiger an mich gehen. Wo läuft denn der hier hin? Wo ist denn der hier? Was macht denn der da? Dass dann einfach die knapperen Spiele häufiger an mich gehen und ich dadurch vielleicht den einen oder anderen Sieg mehr als... Schade. Den einen oder anderen Sieg mehr als sonst einfacher. Das ist so meine Idee. Aber ob das dann klappt... Ich meine, hier hätte ich auch gedacht, dass ich viel mehr Spiele verliere. Und gefühlt... Kane. Ja, vielleicht war es ein Fehler, den auszuwechseln und jemand anderes zu nehmen. Ich weiß es nicht, weil Kane hat ja auch am Anfang gespielt, als ich zum Beispiel kein Santi Cazorla und sowas hatte. Das heißt, das ist halt auch wieder ein gutes Beispiel. Kane hat am Anfang in einer viel schlechteren Mannschaft gespielt als die anderen Stürmer. Also vielleicht funktioniert er ja gut für mich. Ich weiß es nicht. Frühes Tor. Wenn die ersten 10 Minuten Tor schießt, gewinnt meistens das Spiel. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt. Ich meine, es geht ja um fast gar nichts, von daher... Mal schauen, will er jetzt direkt abbrechen oder will er was umstellen? Ich denke, er will das umstellen, oder? Wäre lustig, wenn er jetzt abbricht, aber das. Ich meine, wir haben es schon mal gesehen, oder? Ich glaube, in der 20. Minute hat mal jemand nach dem 1-0 abgebrochen. Also in der 20. Spielminute natürlich. Ach ja, mir fällt gerade ein, ich könnte sein, dass ich vor der nächsten Weekend League, dass ich mein Inform Lacazette verkaufen muss. Der ist leider schon wieder im Preis gefallen, das ist sehr ärgerlich. Also ich müsste ihn mit Verlust verkaufen. Aber das Ding ist, ich brauche halt Coins und ich glaube, dass ich das nur hinbekomme. Kann natürlich auch sein, dass er mich jetzt direkt ärgern will für dieses erste Tor, aber warum macht er denn da jetzt seine drei, also warum sollte er denn da seine drei Pausen jetzt raushauen? Das würde ja keinen Sinn machen, weil damit schadet er sich ja auch selbst, wenn er keine Pause mehr hat. Es sei denn, er will jetzt dreimal Pause drücken und dann am Ende der dritten Pause rausgehen und quitten. Dann könnte er meine Zeit damit verschwenden. Aber dann wäre das immer noch schneller vorbei, als wenn er einfach spielen würde. Das ganze Spiel. Von daher egal. Ja, es könnte sein, dass ich mein Info im Lacazette verkaufen muss. Das ist natürlich ein bisschen Risiko, weil es das bedeutet, dass ich dann vielleicht, wenn Falcao doch nicht mehr so geil funktioniert, ja, ihn nicht mehr habe. Aber sind wir mal ehrlich, so ein großer Unterschied zwischen Inform Lacazette und zum Beispiel Movember Lacazette war echt nicht. Also von daher, er macht echt dreimal Pause. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, also so ein großer Unterschied war da nicht. Also ich hätte also auch kein Problem, einfach mit Movember Lacazette wieder zu spielen. Selbst der normale Lacazette. Also ich, einen kleinen Unterschied zwischen Movember und normal habe ich schon gemerkt, meiner Meinung nach. Aber zwischen Inform und Movember war halt nicht so ein riesen Unterschied. Also die Unterschiede sind generell immer marginal, aber nicht so groß, dass ich sage, okay, ich glaube, November kostet 80 oder irgendwas zwischen 70 und 80.000, dass ich lohnen würde, da, weiß ich nicht, 160, 170, 180.000 mehr zu bezahlen für Inform. Wenn man das Geld hat und eh nirgendwo anders investieren muss, okay, aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass ich vielleicht mein Inform Lacazette verkaufe und mir dann damit neue Informs, die ich brauche, für die nächste Weekend League zu finanzieren. Na, dann Glück, schade. Macht Smalling hervorragend. Oh, ich wollte eigentlich auf Kane spielen, schade. Ja, ich musste schnell flanken, weil er sich den Ball zu weit vorlegt. War auch wieder so eine Situation, wo ich finde, er legt ihn sich einfach weiter vor, als dass ein Durchschnitt gemacht wird. Dann kann man sich halt nicht mehr daran anpassen. Da macht er aber einen schönen Stellungsfehler drin. Boah, krass gehalten, schön übergegriffen von Cech. Wunderbarer Schuss von Santi Cazorla. Ich denke, schlechtere Torhüter lassen den rein. Ich weiß nicht, wer dran war, deswegen nehme ich den mal. Genau das wollte ich eigentlich verhindern, wenn ich ehrlich bin. Das war richtig schlecht von ihm gemacht. Ich finde, er hat am Ende abgebremst, oder? Es war doch kein voller Sprint, die Lacazette da gerannt ist. Ich verstehe nicht, warum er nicht durchzieht. Vielleicht sogar den Ball nochmal. Vielleicht den Ball sogar nochmal vorlegt oder so. Also ich habe jetzt echt gedacht, jetzt knallt es, weil Lacazette ist einfach zu schnell. Aber war dann glücklicherweise doch nicht so.
Ich denke die ganze Zeit, es steht 0-0, ne? Ohne Scheiß, ich denke die ganze Zeit, es steht 0-0, aber es steht natürlich schon 1-0 durch dieses frühe Tor, aber es war auch seit Ewigkeiten mal wieder ein frühes Tor. Das hat er leider gesehen, dass da Sterling anfängt zu rennen. Aber ich muss sagen, low budget ist Sterling echt nicht schlecht. Ich würde sagen, nach... Geil gemacht von Smalling. Das wird aber nicht reichen. Also nach Fernandinho und... Ja, ich würde sagen, an erster Stelle kommt Fernandinho, dann vielleicht entweder Shaw. Dann entweder Shaw oder Sterling. Also die nehmen sich vielleicht nicht so viel, aber Shaw auch ganz gut. Aber vielleicht ist Shaw und Sterling auch auf einer Ebene, was die Low-Budget-Klasse angeht. Ich denke, bei Sterling ist vor allem das Problem, dass er halt nur 3 Sterne auf dem schwachen... Oh, scheiße, der kommt auch. Den spielt er auch nicht stark genug, sondern einfach so geschmeidig, so von wegen, ich mach ihn mal. In so einer Situation hofft man einfach, dass der Pass halt kommt, aber es stand auch ehrlich gesagt niemand wirklich gut frei. Was soll ich da machen? Ich kann halt einfach nicht mit irgendwelchen krassen Tricks da performen. Schön gemacht. Scheiße, das war eine dumme Idee von mir. Interessant, dass es kein Foul war. Der Ball sollte eigentlich nach vorne auf Sandy Cazorla gehen. Ich weiß nicht, warum er den nach hinten macht. Oh, scheiße. Der macht nochmal diesen Sprint-Ballkontakt. Den soll er nicht machen. Die Passeingabe habe ich schon vorher gehabt. Nice. Hab wieder direkt gedrückt, aber Madden hat halt wieder sich gedacht, nö, ich brauche einfach mal eine Stunde länger als alle anderen Spieler, wenn ich irgendwie passe oder so. Schade, also ich habe schon wieder das Gefühl, dass einfach individuelle Klasse mir Torschancen klaut. Ich probiere und immer wieder kommt Matic, der keinen Bock hat, oder der Pass geht in die komplett falsche Richtung. Vielleicht ist aber auch gerade einfach, dass ich schon zu kaputt und müde bin. Aber es ist ja glücklicherweise das letzte Spiel. Wir haben Gold 2 erreicht. Das ist nur noch Prestige. Und wir führen 1-0. Das vergesse ich auch immer in dem Spiel. Wir führen 1-0. Und wir sind auch der bessere Spieler. Wir haben die besseren Chancen. Wir machen immer noch weniger Fehler als er, würde ich sagen. Kein Foul. Interessant.
Krass, das war ein guter Schuss von Kane. Auch mit seinem Schwachen. Ich meine, er geht so gut wie nie rein, aber egal. Die Ecke nehme ich auch gerne mit. Und er kommt gut zum Kopfball. Das merkt man schon, dass er wirklich sehr kopfballstark ist. Hat er echt geil ausgespielt, den Konter. Ich wusste, dass er da hinspielt und kann nichts dagegen machen. Habe ich eigentlich noch nicht gewechselt, verdammt. Ich vergesse es so oft. Das ist aber auch so ungewohnt. Zum Glück muss ich das dann in der Bundesliga nicht mehr machen. Also, da wechsle ich dann auch dreimal, aber da muss ich halt nicht immer schon zur Halbzeit wechseln. Fällt mir gerade ein, da waren auch noch gute Wechselspiele aus Bundesliga oder halt der spanischen Liga, die geht ja auch. Ich glaube, da habe ich aber gar nicht. Wobei, also Bundesliga, in der Bundesliga müsste ich ja schon den ein oder anderen interessanten Spieler noch im Verein haben. Keine Ahnung, wieso ich da zuletzt dran war. Was? Oh, schon wieder. Langsam wieder Akro. Habe ich den gleichen Fehler gemacht, den ich immer bemängel. Nicht, die versuchen den Ball vorbeizulegen. Das klappt eh nicht. Geil, also das war jetzt Trauma vom oh mein Gott. Fernandinho gedreht. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt, als ich den gesteuert habe, zu keinem Zeitpunkt in Richtung des gegnerischen Tores gedreht, weil ich wusste, da ist der Ball weg. Und er macht's halt. Er dreht sich in die Richtung des gegnerischen Tores. Gott, das habe ich aber auch erst zu spät gerafft, dass da eigentlich schon niemand steht. Probierst du linear, wenn wir mehr durch die Mitte gehen? Ach du Scheiße, jetzt hat er mich. Oder auch nicht. Geil, das kenne ich, das Problem. Schön, dass es das jetzt auch mal wieder ein anderes passiert ist. Oh, ohne Scheiß, das war genauso der Plan. Ich dachte, jetzt spielst du nochmal auf Kane und dann versuchst du mal mit Kane und seinem starken rechten Distanzschuss. Der war zwar nicht perfekt aufgezogen, weil viel zu flach, aber anscheinend straff genug und weit genug ins Eck. Hier, da habe ich mir gedacht, so jetzt Laufpass, kleiner Laufpass zurück auf Kane und dann mit dem starken rechten und der rutscht dir richtig schön in den Außenriss. Sehr gut. Ja, vielleicht war es wirklich ein Fehler, Kane rauszukicken. Es kann auch gerade einfach nur alles Glück sein, aber
Der macht gerade die meiste Action auf jeden Fall. Auch wenn er ein paar Dinger vergeben hat. Es war auch gerade ein krasses, geiles Distanztor halt einfach. Ist in der Luft immer an Ecken sehr gefährlich. Hat schon den Kopfballtor ja auch gemacht. In dem Spiel in der vierten Minute. Also, puh, schon wieder ein Doppelpack von Kane. Vielleicht war es wirklich ein Fehler. Ist schwer zu sagen. Aber wie gesagt, es kann ja auch einfach alles nur Glück sein gerade. Dass es jetzt gerade in dem Spiel besser läuft. Und dann die nächsten, wenn ich jetzt noch 10 Spiele mit ihm machen würde, wird es einfach nicht mehr funktionieren. Das kann ja auch sein. Keine Ahnung, was der Cazorla vorhatte. Also der Pass war so nicht geplant. Ah, Shaw ist schon ziemlich krass. Vielleicht ist er doch besser als Sterling. Ich weiß es nicht. Es ist halt schwer einzuschätzen. Das eine ist ein Außenverteidiger. Das andere ist ein Außenmittelfeldspieler. Die haben halt komplett verschiedene Aufgaben. Es ist schwer einzuschätzen, wer da jetzt die krasseren Sachen macht auf seiner Position. Oh, Trottel. Oh, ich bin ja auch echt müde. Ich bin froh, dass ich kein weiteres Spiel machen muss, weil es echt irgendwie anstrengend, die letzten paar Spiele. Aber egal, Kane hat natürlich 10er Bewertung. Oh, ist das geil. Naja, wenn ich irgendwann nochmal mit der Premier League spielen sollen, müssen, tu irgendwas, dann werde ich natürlich erstmal Kane weiterspielen. Was soll ich machen, Mann? Hat jetzt doch nochmal ein bisschen gebumst, ey. Aber ziemlich gut. Er hat zwar auch Chancen vergeben, aber das ist ja auch nicht der Erste, der das macht. Und daher, ich bin zufrieden mit ihm. Das ist echt krass. Also ich bin verwundert. Aber ich bin auch so zufrieden, dass wir endlich die Premier League hinter uns haben. Boah. Endlich nicht mehr gezwungen, das zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unter der Woche noch ein paar Videos mache und mit der Bundesliga nochmal teste. Vielleicht, wenn ich dann mit den neuen Informs kaufe. Das Ding ist halt auch, was nutze ich für einen Stürmer, verdammt. Ich weiß nicht, funktioniert Modest. Gefühlt waren die besten Stürmer, die ich gespielt habe in der Bundesliga, Inform Hernandez, Inform Werner und Aubameyang. Das waren so gefühlt, würde ich sagen, die besten Stürmer. Modest war auch okay, aber ich glaube, der hat halt nicht so zerstört, oder? Also darüber mache ich mir jetzt keinen Kopf, das mache ich beim nächsten Mal, aber ich will nochmal schnell schauen, was Kane jetzt am Ende hat. Er hat halt schon ganz schön aufgeholt. Also ich glaube, er hat jetzt in 3 Spielen 5 Scorerpunkte gemacht, glaube ich. Und jetzt in 16 7 Stück, das ist halt, also da vielleicht muss davon auch wieder ein oder zwei abgezogen werden. Das ist halt echt nicht schlecht. Ich glaube, ich habe ihn ja auch, klar, ich habe ihn ja auch mal als Wechselspieler genutzt. Ich habe mir ja gar nicht gemerkt, wie viele Spiele schon weg waren, als ich ihn als Wechselspieler genutzt hatte. Das heißt, der hat definitiv, ich würde sagen, bestimmt schon 6 Spiele weg. Also 6 Spiele können wir, glaube ich, wegrechnen. Dementsprechend hat er dann in, also von allen Stürmern, die ich probiert habe, wirklich die beste Quote erzeugt. Ich Vollidiot, ey. Warum habe ich ihm nicht vertraut? Fuck. Das Ding war einfach, hat sich nicht gut angefühlt in den ersten Spielen, aber ich denke, es hing auch einfach sehr stark mit der deutlich schlechteren Hintermannschaft zusammen, deutlich schlechtere ZOM und aus diesem Grund, ja, deutlich schlechtere LMs, RMs, hat er einfach weniger Futter bekommen. Also, naja, was soll's. Liken, kommentieren, also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Weekend League, sehr nervend aufreibend, aber die nächste Weekend League kommt bestimmt und da wird es genau wieder so abgehen. Oh fuck man, warum kommen die Pässe nicht ein? Oh, so ein scheiß Lackertor, bla bla bla. Wie immer halt. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax ist bis zum nächsten Mal. Tschüss.